Schriftliche Subtraktion und zwar das Borge-Verfahren. Hier seht ihr diese Beispiele mit Geld. Unsere Aufgabe 453 Euro minus 164 Euro. Das heißt, ich habe 453 Euro und möchte davon 164 jemand anders geben, bezahlen zum Beispiel. Hier in diese 100er Tafel, 100er, 10er, 1er unterteilt, habe ich 453 Euro gelegt. 4 100er, 5 10er und 3 1er. Und hier unten habe ich schon mal ein Schild vorbereitet mit der 164. Die wollen wir wegnehmen und hier unten hinlegen. Jetzt haben wir erstmal ein Problem. Seht mal, wir wollen hier 4 Einer wegnehmen. Und das geht jetzt erstmal nicht, denn hier sind nur drei. Was mache ich also jetzt? Ich nehme einen Zehner hier raus und tausche ihn um gegen 10 Einer. Also der wird umgetauscht gegen diese 10 Einer. Die lege ich jetzt hier dazu. 1, 2, 3, 4, 5, die drei einzelnen mal zur Seite, 6, 7, 8, 9 und 10. Also habe ich jetzt hier das gleiche Geld, es sind immer noch 1, 2, 3, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 53. Ich habe an der Geldmenge nichts verändert. Jetzt kann ich hiervon 4 Euro wegnehmen zu dem, was ich meinem Kumpel vielleicht bezahlen muss. So, weiter geht's mit den Zehnern. Da soll ich 60 nehmen. Und hier sehen wir auch hier funktioniert es nicht. Ich kann hier nur 4 wegnehmen und muss also auch wieder umtauschen. Ich tausche hier auch einen Hunderter aus in 10 Zehner. Der Hunderter wird umgetauscht und die 10 Euro-Scheine lege ich jetzt hier mal alle hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, damit die auch hier hinpassen. So, insgesamt sind es jetzt also 14. Und ich kann jetzt hier von 6 wegnehmen. 1, 2, 3, 4 und noch 2, 5, 6. So, jetzt werde ich die mal so ein bisschen wieder ausbreiten, damit wir auch sehen, wie viel wir dann hier hinterher noch übrig haben. Ja, die lege ich noch mal ein bisschen schöner hier hin. So, das sind zwei übereinander geraten. Okay, ich habe die 60, ich habe die 4, 100er nehme ich noch. Ich habe hier jetzt also passend mein Geld, was ich bezahlen möchte, von den 453 weggenommen. Und wir können auch jetzt hier oben sehen, welche Zahl ist denn hier jetzt noch übrig? Die jetzt hier liegt, ist unser Ergebnis. Wir haben hier in der Mitte übrig 100, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind insgesamt 289. Wir sehen also hier die 453, das ist alles zusammen, 100, 200, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 400, 410, 20, 30, 40, 449, 450, 51, 52, 453 ist alles zusammen. Das in der Mitte sind die 289
und hier unten die 164, die ich jetzt dem, dem ich das bezahlen möchte, passend geben kann. Wir sehen auch nochmal, wie wir umgetauscht hatten. Wir hatten einen von den 100ern hier weggenommen, das waren ja 400er, und haben die in 10er umgetauscht, sodass wir hier insgesamt nicht mehr 5 Zehner haben, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Warum sind es 14 und jetzt nicht 15? Weil wir einen von den Zehnern auch in 10 Zehner umgetauscht hatten. Ja? Hier haben wir 9, 10 Zehner, 11, 12, 13. Diese 13 und diese 14 wirst du gleich in der Rechnung auch nochmal wiedersehen. Die habe ich dir jetzt aufgeschrieben und zeige sie dir. Ich habe von den Zehnern einen hier umgetauscht in 10 Einer. Da hatten wir dann 13 Einer und wir hatten hier am Anfang 4 Zehner. Dann habe ich noch einen von den Hundertern umgetauscht. Da habe ich also hier einen weggenommen, hatte dann nur noch 300er und hatte 14 Zehner. Und wir sehen auch hier, unser Ergebnis ist die 289. Und das zweite Beispiel mit Geld. 734 minus 526. Wir haben hier 5, 6, 700er, 3 Zehner, 4 Einer, also 734 Euro. Von denen wollen wir jetzt gleich 526 wegnehmen. Die lege ich dann hier unten hin. Da fangen wir mal an. Hier sind nur 4 Einer, ich brauche aber 6. Was mache ich also? Ich gehe quasi zur Bank und tausche einen Zehner um in einen ganzen Stapel von 10 Einern. Der wird jetzt umgetauscht und ich breite die hier nochmal so schön aus, dass wir die gut sehen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben jetzt hier also 14 Einer. Das ist immer noch die 734. Und wir können von den 14 Einern jetzt 6 wegnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sehen, wir haben noch 8 übrig. Dann brauchen wir 2 Zehner für die 526. Und wir brauchen 500er. 1, 2, 3, 4 und noch einen sind 5. Wir sehen jetzt hier also die 526. Wie viel haben wir jetzt noch übrig? 200er und 8 Einer. Die Zahl, die hier übrig ist, ist die 208. Und wir können auch die 734 immer noch in diesem Bild erkennen. Es sind nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700, 10, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Jetzt zeige ich nochmal, wie wir das aufschreiben. Und da werden wir auch sehen, dass wir dann hier, weil wir umgetauscht haben, plötzlich nicht mehr die 4 Einer, sondern die 14 Einer haben wir hier und dafür einen Zehner weniger. Wir haben uns von den Zehnern einen weggenommen, also da waren dann nur noch 2 da und haben dann statt 4 Einer 14 Einer bekommen, sodass wir von den 14 6 wegnehmen können, das war 8. 2 minus 2 ist 0 und 7 minus 5 ist 2. Für die ausführliche Rechnung sieh dir bitte mein Video Schriftliche Subtraktion nach dem Borge-Verfahren an.